Die Umweltministerinnen und Minister der EU-Länder haben das seit Monaten umkämpfte Renaturierungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz verpflichtet die EU-Länder, bis 2030 jeweils mindestens 20% der geschädigten Flächen und Meeresgebiete wiederherzustellen. Bis 2050 sollen alle bedrohten Ökosysteme renaturiert werden. Ist es ein klares Signal, dass der Schutz von Umwelt und Natur wichtig ist für unsere Zukunft, für unser aller Existenz, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft und dass es deshalb auch ein Zeichen für besseren Schutz unserer Bevölkerung ist? Das Gesetz ist Teil des Green Deals, der Europa bis 2050 klimaneutral machen soll. Unter den Mitgliedstaaten war es heftig umkämpft. Erst durch die Zustimmung Österreichs kam nun eine knappe Mehrheit zustande. Österreichs grüne Klimaschutzministerin Leonore Gierwessler stimmte allerdings gegen den Willen des konservativen Bundeskanzlers Karl Nehammer für das Gesetz und löste damit eine Koalitionskrise aus. Nehammer kündigt nunmehr eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof an, um das Gesetz zu kippen. Laut der Europäischen Umweltagentur sind ein großer Teil der Ökosysteme in der EU in einem schlechten Zustand. Während Umweltschutzorganisationen die Renaturierung der zerstörten Ökosysteme befürworten, äußern sich etwa Landwirtschaftsverbände äußerst kritisch, da die Bauern befürchten, Flächen zu verlieren.